Okay, dann ist es jetzt so, dass Romero noch reinkommt. Jetzt habe ich ja ein Stürmerüberangebot hier, ne? Jetzt habe ich noch 3 Stürmer auf der Bank, 4 Stürmer auf der Bank. So, der Blin, der kommt natürlich irgendwann zurück. Ich bräuchte noch einen LAV und einen ZM eigentlich, einen vernünftigen. Vielleicht sogar noch einen Künstler-ZM, dann geht Davies eben auf die Bank. Vielleicht kriegt man jetzt einen polnischen Künstler fürs zentrale Mittelfeld. Das wäre doch eine Idee. Auf jeden Fall Romero, erste Elf. Für Lozano, der vielleicht sogar gleich noch verkauft wird. So, Aufgaben verteilen. Freischüsse macht dann nicht Nandes, sondern Romero. Der neue Künstler. Wenn der nicht da ist, macht sie der gute Stindl, wenn er dann noch da ist. Aber wo ist jetzt hier Romero? Nicht mehr da, doch, da ist er. Romero und Romero. Genau, so soll's sein. Ja, Verjüngungskur hier. Wirklich absolute Frischzellenkur bei Pogon. Ich habe auch keinen Eckenschützen. Da muss ich auch gleich nochmal nachfeilen. Auf jeden Fall jetzt schon 118er Stärke. Und Durchschnittsalter sehe ich das ja auch irgendwo. 28,2. So jung war das Team noch nie, glaube ich. So, wenn jetzt vielleicht hier noch einer fürs Mittelfeld kommt, ein Jungschar, dann geht das. Ja, 118 für Pogon, ne? Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ich bin zufrieden. Und fast 8000 Zuschauer gegen den Erzrivalen aus Posen. Die haben sich ein bisschen verbessert, glaube ich, aber auch nicht so wirklich, ne? Ja, hier machen wir noch nichts. Das lassen wir ja laufen. Star-Ensemble aus Stettin liegt leider zurück. Machen wir schon irgendwas? Nö. Den loben wir erstmal. Und dann geht's weiter. Gucken, ob es geht. 2-0 hinten. Was ist denn hier heute los? So, dann kriegt Wilson seinen ersten Auftritt nach Verletzung. Dann werden wir jetzt nämlich mal auf die maximale Stärke einfach gehen. Lozano könnte man auch nochmal bringen, aber wir warten das mal kurz. Dann bringen wir jetzt hier nochmal Lozano. Ja, nur 2-2 rausgeholt. Das ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ich kann mich immer noch nicht an den Anblick gewöhnen, dass wir hier alles 10-Plus-Stürmer haben, Spieler haben. Das ist schon krass. Und ich sehe gerade, man könnte jetzt natürlich noch einen LAV-Künstler holen mit einer höheren Stärke. Der hat ja nur eine 10,4, ne? Mit der Kohle könnte man jetzt nochmal ein bisschen was machen. Das sind beides unsere Transfers hier. Ja, die holen sich immer so 8er-Stürmer oder Spieler. Ich sage immer Stürmer. Fällt mir noch nicht ganz so, was meine Mitstreiter da machen. Fenerbahce möchte Udokai für 10 Millionen. Das ist mein Verteidiger Nummer 3, wenn man so will. Und der kann auch LAV. Möchte ich den abgeben, ist die ganz große Frage. Möchte ich den überhaupt abgeben? Natürlich bekommt er seine Chance und wir gucken. Kriege ich den noch ersetzt, ist die große Frage. Aber 11 Millionen Budget haben wir jetzt noch. Jetzt müsste ich ja eigentlich noch den Romero-Verkauf abwarten und mir dann nochmal einen LAV holen oder einen Freistoß, einen Eckenspezialisten. Da rödelt er mal ein bisschen, wenn ich hier drauf drücke. Ne? Da brauchen wir eine Weile. Freischüsse ist raus. Das reicht. Jetzt brauchen wir nochmal einen Eckenspezialisten. Bin ich blind? Meine Güte. Ach hier. Warum jetzt Ecken überall gegen den Torwart ist? Na gut, okay. Ich werde es auch nicht verstehen. So, das lassen wir so. Und dann vielleicht sogar einen linken Außenverteidiger. Da hätten wir einen Fonsi. Der leider nicht zu bezahlen ist. Aber er wäre da, wenn wir denn genug Geld hätten. So, hier hätten wir einen mit 10-4. Und er wäre sogar Künstler. Rafa Suarez. Würde den anderen aber nicht übertrumpfen von der Stärke, macht deswegen eigentlich schon wieder weniger Sinn. Ja, Fonsi wäre natürlich geil. Hat er irgendwie vielleicht eine... Nö, gar nicht. Na gut, ich würde ihn auch nicht gehen lassen, wenn ich ehrlich bin.
Einen älteren zu nehmen ist auch Schwachsinn. Dann nehmen wir mal einfach Künstler rein und nehmen die Ecken raus. Dann hätten wir einen mit 10-9. 11-3. Wenigstens Ecken 1 plus könnte man ja auch nochmal gucken, ne? Hätte er hier mit der 10-9 von River Plate. Ich glaube, da frage ich mal an. Der kann ja eigentlich so teuer sein. Okay, den wollen sie aber nicht abgeben. Dann ist es so. Dann nehmen wir das mal nochmal raus. Und jetzt genau, Knolli, gutes Stichwort. Jetzt gucken wir einfach mal alle Positionen und nehmen aber Polen. Oh, jetzt habe ich zu viel rausgenommen. Jetzt wird er erstmal laden wie ein Wilder. Wir wollen jetzt haben einen Polen. Polen. So. Jetzt haben wir eigentlich alles bis 30 hoch und Künstler drin. Den haben wir schon, das ist unser. Ach, jetzt habe ich hier genommen, nicht Staatsbürgerschaft, sondern welche Liga er spielt, ne? Das ist natürlich Quatsch. Das nehmen wir wieder raus. So. Da hätten wir hier einen 10-3er Künstler Innenverteidiger. Den brauchen wir aber nicht wirklich. Das ist eigentlich das ist alles zu schwach hier, ne? Okay, der wäre ganz nett hier als Ersatz. 10-6, was hat der so für Fähigkeiten? Also was... Okay, Alter, vielleicht nochmal hochschrauben. Ah, da ist nichts bei. Höchstens Ulukai abgeben und dann hier den Walukiewski nehmen. Aber den werden wir, glaube ich, noch relativ teuer kriegen. Nee, ich muss dich da leider enttäuschen. Das ist mir alle zu schlecht. Ich kann natürlich gerne noch mal Künstler rausnehmen. Und dann hier so noch mal auf Stärke gucken. Ach so, so ein Piatek. Ja, den würde ich natürlich nehmen. Hat der Ecken plus? Den würde ich nehmen, aber den werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, ne? Oh Gott, das wäre richtig geil, ne? Aber das wird nicht, das werden sie nicht machen. Bednarek 11,5. Savigi. Nee, das ist mir. Also Piatek, ja, da würde ich jetzt tatsächlich direkt mal zugreifen. Aber alles andere ist mir zu schwach. Wir wollen das Team ja auch nicht abwerten. Ich guck mal ganz kurz rein, ob ich überhaupt noch irgendwie einen Polen im Kader habe, aber ich glaube nicht. Nö. Bunt gemixt, ein paar Deutsche, ein Argentinier, ein paar Briten. Aber keinen einzigen Polen. Nun gut. Wir machen erstmal eine Woche weiter. Jetzt kann ja Lozano noch gehen. Da geht das Budget ja auch wieder ein bisschen hoch, ne? Ich finde ja Budgetvergrößerung 2,2 Millionen auch Quatsch, weil wir sparen ja auch sein Gehalt ein von 2 Millionen. Das ist auch viel mehr eigentlich, oder nicht? Wo kriegen wir noch? Oh, die sind ja gar nicht bereit, hier was zu machen. 2,6. Hatte ich überhaupt was für den bezahlt? Nö. Aber der kann gehen, ne? Ich würde sagen, der kann gehen. Der ist 32. Naja, der wird sowieso abgewertet. Wenn man dann noch Piatek vielleicht rausgeholt bekommt, da aber wahrscheinlich ja nicht. Ulukai wird das erste Mal richtig Geld bringen. Was hatte ich für den bezahlt? Nichts. Überhaupt nichts. Aber der ist halt echt wertvoll, ne? Oh, 16 Millionen, ey. Für einen Ersatzspieler. 16 Millionen Euro für einen Ersatzspieler, der muss gehen, ne? Das hilft alle nix. Da muss ich eben nochmal was kaufen, aber für einen Ersatzspieler so viel Geld, ey. Ich hatte noch nie so viel Bewegung drin, ey. Krass. Echt krass. Hundeelend. Wahrscheinlich, weil ich gerade meinen besten Ersatzspieler verkauft habe. Ist dieser Verein wirklich wert? Fragezeichen. Jetzt Piatek für 30 Millionen oder so. Ich glaube, das könnte ich mir auch noch nicht leisten, ne? Ja, ich weiß. Ich hau echt alles raus. Ich würde Callum Wilson auch verkaufen, tatsächlich. Wenn das möglich wäre. Der ist ja auch schon jetzt 33, 34 oder so. Das ist immer noch hier Punkt Verjüngungskur, ne? Außer jetzt Ulukai, das war einfach nur, weil das gerade einfach nur gepasst hat. Ich hatte so einen schönen großen Kader, jetzt ist er schon wieder extrem klein, leider. Aber es ist alles drin, was richtig stark ist. Ja, hier, der Dings, der kann gehen. Wenn ich da ein gutes Angebot bekomme, dann ist er weg.
Das steht mal fest. Und dann noch einen neuen LAV holen und einen ZM. Damit die auch auf 11 kommen. Das wäre richtig gut. Aber ich brauche noch einen IV. Sehe ich gerade. Verdammte Axt. Verdammte Axt. So, Legia Warschau. Das sind die, die dann wahrscheinlich wieder Champions League spielen. Kann das sein? Kann ich gerade nicht drauf drücken. Aber die haben sich ja so ein bisschen verbessert, aber auch nicht wirklich, ey. Das wird auch wieder nix in der Champions League. Das wird doch wieder alles nix. Ein Künstler nur drin, ein Anführer. Aber Anführer habe ich noch genug auf der Bank hier. So, Romero hat gelb und hat schon eine 1. Dann darf der runter und... Ja, Wilson darf jetzt auch mal wieder rein. Das tut mir leid, ja, gestern... Ich wollte sogar zocken gestern, tatsächlich. Schönen Gruß an deine Frau auf jeden Fall. Aber ich war gestern schon wieder hart im Garten unterwegs mit Hecke schneiden und Co. Und ich kann sowas absolut nicht ab. Also ich bin sowas von einem Arsch hinterher, wenn ich so ein Zeug mache, wo ich eigentlich mir einbilde, relativ sportlich zu sein, aber so ungewohnte Bewegungen bin ich hinterher völlig im Eimer. Deswegen bin ich gestern zusammengekauert auf der Couch versackt. Ja. Aber heute ist es dann so, weil heute dafür umso früher. Und ich habe mich auch für mindestens 3 Stunden bei meiner Frau abgemeldet, dass sie auf jeden Fall noch in Ruhe zocken kann und wir vielleicht die Saison sogar noch zu Ende bekommen. So. Wilson und Blin. Aber Blin, Interesse erloschen. Okay. Und Granada möchte ihn auf jeden Fall haben. Ich glaube, für den hatte ich auch nicht bezahlt, ne? Für den guten Wilson. Ich habe schon wieder das Team komplett umgekrempelt, ne? Ich merke das selber auch gerade. Also wenn ich bei dem jetzt absage, würden die eh nicht nochmal anfragen, glaube ich. Da wird jetzt nochmal was gemacht. Und wenn dann jetzt vielleicht noch der Börsengang klappt, sieht es da überhaupt aus? Finanzen? Hallo? Wo war das hier? Ach nee, hier, Finanzen, genau. Geht gerade nicht mehr. Warum geht das gerade nicht? Weil ich es verkackt habe? Ah, die Mitgliederzustimmung fehlt. Wir haben doch bloß 10 Mitglieder. So, dann passt das wieder. Und dann wieder runter. Und an die Börse gehen. So. Das wäre auch ganz cool, wenn man das irgendwie im Vorfeld schon durchplanen könnte, ne? Wenn ich jetzt einfach in jeder Woche den Kram da einstellen würde. Das wäre auch nicht schlecht. Aber gut. Da wünsche ich mir wahrscheinlich auch zu viel. Status-Meeting. Natürlich. Wer ist jetzt der stärkste Spieler hier? Die Lorenzo. Lorenzo von Matterhorn. Ja. Ja, MotoGP ist leider nicht dieses Wochenende. Meistens wechseln sie sich auch ab. Nicht immer, ab und zu mal beschneidet sich auch, aber in den meisten Fällen sind die so schlau, weil es ja wahrscheinlich ein ähnliches Publikum anspricht, dass die Formel 1 und MotoGP an zwei unterschiedlichen Wochenenden machen. Der hat 8 Millionen Gehalt, da würde jetzt richtig budgetfrei werden, ey. Raus mit ihm, oder? Einfach raus mit ihm. Akzeptieren. So, noch einen alten Spieler rausgekickt. Und wir bereiten wieder den Gang in die Gears. Oh, noch 6 Tage bis zum Deadline Day. Scheiße. Ist der Sonntag schon? Ich kann ja nochmal beenden, ne? Da muss ich mal gucken. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt mit dem. Wir haben 42 Millionen Euro Transferbudget noch. So, wo müssen wir jetzt unbedingt was machen, ist die Frage. Startelf steht soweit. Ich würde aber noch ein ZM holen wollen. Muss man noch ein bisschen sortieren. Wir haben nur einen DM-Ersatz, wir haben einen ZM. Wir haben 2 Stürmer als Ersatz. Jetzt können wir wirklich überlegen, was war jetzt eigentlich mit Piatek? Egal, sich noch einen LAV stark zu holen, am besten Künstler und ein ZM. LAV, ZM, das sind die beiden Dinger. Gut. Mensch, so viel Budget und ich jetzt fast verkackt. Was war mit ihm jetzt hier? Von Arsenal 2? Hatte ich mit dem schon geschnackt? Der hat sogar Ecken 2 Plus. Den will ich jetzt haben. Schade. Will er nicht mehr. Der von Darmstadt, der wollte er auch nicht, ne? Der hatte was? Freischüsse 2 Plus. Doch, jetzt will er. Tatsächlich.
Künstler und auch Freischüsse 2 plus. Ich bin der neue Superstar anscheinend. Mit meiner 10er Anzeige da oben. Und trotzdem ganz umhergeschacher habe ich noch 150 Millionen auf der hohen Kante. So, gib mir mal noch einen schönen LAV hier. Nationalität können wir wieder rausnehmen. Das wird sowieso nichts. In Polen ist einfach nichts zu holen. So, wen haben wir hier? Der ist Anführer, hat eine 12,0. Den können wir uns eh nicht leisten, oder? Naja, probieren. Anführer wäre sogar gar nicht schlecht. Chilwell hat eine 11,9, ist aber schon 28. Andersrum. Nö, nee, der will aber nicht. Der hat eine 12,2. 12,1. 12,4. Er hätte eine 10,9, wäre sogar Künstler. Will aber einfach nicht. Das wäre doch gewesen. Mir habe ich schon mal geschnackt. Oder wollte ich mit dem, ne? Granada. Ja, der ist doch auch nett. Den will ich haben. Die beiden hier, wird mir schon reichen. Der ist auch Künstler, der scheint aber gerade irgendwie verletzt zu sein. Was hat der? Gehirnerschütterung. Das ist nicht, weil er wild. Das wäre auch noch ein Versuch wert. Und wenn das alles nichts wird, könnte man hier Firpo nehmen, 29 und kleiner Marktwert. Iago. Das wäre jetzt die Variante, wenn sie alle nicht wollen, würde ich einfach mal so ein Ding noch einschmeißen hier. Genau. Und dann ist wo Deadline Day? Hier am 31. Jetzt kriege ich aber keinen Stürmer mehr, ne? Brauche ich noch einen Stürmer? Ich habe 3 richtig gute und habe Stindl und Munoz als Ersatz. Das sind nur 2. Ich habe hier Leitner als Ersatz und Blin. Ja, wir können ja noch zur Winterpause uns das holen. Die Möglichkeit besteht ja auch immer noch. Machen wir erstmal weiter. So, 19 Millionen möchte Darmstadt. 19 Millionen für einen 10-6er, 27 Jahre. Oh, das ist eigentlich fast zu viel, ne? Das ist fast zu viel. Hatte aber auch Freistoß plus. Und ich kann ihn auch nicht. Aber das Gehalt ist ziemlich klein auch. Ich glaube, ich gehe einfach in die Winterpause ohne den. Ich glaube, es ist mir zu fett. 10,6 nur. Oh, jetzt bin ich mir echt nicht sicher. Nee, das lassen wir. 50 Millionen. Scaroni ist der Manager. Ja, nee, du denn nicht. Schade. Hauptsächlich gehe ich jetzt nicht mit einem zu kleinen Kader in die Saison. Das wäre natürlich auch bitter. Aber er ist doch in Ordnung hier. 27 Jahre, 11,2. Das ist eher so. Ja, das finde ich in Ordnung. Marktwert 16 Millionen und wir kriegen ihn für 12. Was hatte der hier noch? Okay, nichts, was uns was bringt, aber er ist Künstler auch. Den nehmen wir. Er möchte eine Ausstiegsklausel, die würde ich ihm ganz gerne wieder rauskaufen. Den Rest würde ich ihm sogar geben. Oh nein, beim letzten Mal hat es geklappt gehabt. Scheiße. Gut, den dann doch nicht. Boah, beim letzten Mal habe ich 2-mal drücken können und dann war es weg. Diesmal war es das nichts. Scheiße, Mann. Habe ich mich jetzt doch noch so ein bisschen verzockt mit den Spielern? Jetzt habe ich hier noch 40 Millionen. Habe ich hier 40 Millionen auf dem Konto und kann die nicht einsetzen. Jetzt habe ich hier in 27 Jahre Stärke. Was hat er für eine Verletzung? Gehirnerschütterung nur. Okay, der andere war jetzt billiger. Er hat eine 11,3. Das ist natürlich die zweite Wahl, aber was hilft es? Was hat er hier noch? Ah, das ist echt bitter, ey. Der andere wäre es gewesen. Der andere wäre es gewesen. Auch er möchte die Klausel. Ich versuche es einfach nochmal, weil Gehalt und Handgeld finde ich voll in Ordnung. 30, gut, für 30 verhökere ich ihn dann.
30 Millionen. Ich mach's nicht nochmal jetzt. Das lassen wir. So, was hatte ich jetzt hier noch aufgekloppt? Nichts mehr. Gut. In welchem Topf sind wir eigentlich mittlerweile hier? Topf 3. So, wir sind in der Gruppe mit RB, Liverpool und Slavia Prag. RB kann ich jetzt gerade nicht einschätzen, wie stark die sind. Müssen wir echt mal schauen. Jetzt gehen wir natürlich mit einem doch recht dünnen Kader. Achso, den hätten wir auch noch gehabt hier. Der ist aber schon 29. Hat er auch 15 gekostet und hat einen Marktwert von 5,5. Also wenn, war der andere doch die zweitbeste Variante auf jeden Fall. Das passt ja eigentlich noch. Damit haben wir dann jetzt natürlich Udokai theoretisch getauscht gegen LAV, aber stärkeren LAV, ne? Das ist so der Vorteil und ein Künstler. So sieht es dann jetzt aus, 119. Jetzt könnte man zur Winterpause dann vielleicht noch einen Innenverteidiger holen oder die Kohle nutzen. Weil der kann das ja echt doch ziemlich dünne. Oder die Kohle nutzen. Das ist auch so nervig, dass man das hier so durchklicken muss, ne? Für einen... Obwohl das so an sich schon ganz gut aussieht, ne? Jede Position hat irgendwie einen Ersatz. Ich kann mir ein paar Bits loswerden. Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit dem Twitch-System nicht so aus. Ich habe das auch nicht monetarisiert oder so. Ist total nett gemeint, aber ich wüsste jetzt nicht mal, wie das mit den Bits funktioniert. Sorry. Ich weiß, dass irgendwie man nachher Abos verkaufen kann oder so. Keine Ahnung. Stecke ich noch nicht so drin. Sorry. Aber nett von dir. Nee, Moment mal, jetzt habe ich ja den... Der ist ja noch gar nicht fit, ne? Erstmal bleibt Wien ja noch drauf. Jetzt finden wir uns noch einen Eckenspezialist und den holen wir uns zur Winterpause. Wenn wir den ZM mal so ein bisschen aufwerten dann. Garlich und eklig, passt alles. Extra Klaser wird noch durchgewunken. Also noch eine Position unter 11. Das ist schon echt geil. Hätte ich vor 2 Jahren noch nicht gedacht, dass das so schnell geht nachher. Das ist richtig gut. So, ihn würde ich sagen, nehmen wir mal runter. Der ist gelb verwarnt. Da kommt dann mal wieder der Ausgeliehene für. Er kommt runter, da kommt Blin für. Ja, und hier von den Stürmern kam Munoz auch nochmal rein. Romero runter, Stindl rein. Und dann können wir noch einen Wechsel machen, theoretisch. Wen haben wir noch stark hier? Huch, das wollte ich nicht. Boré runter, macht keinen Sinn. Davies runter, Leitner rein. Und dann leben wir noch mal, loben wir nochmal den Boré. Und Nandes. Und dann geht's weiter. Ja, lockeres 4-0. So. Bin wirklich gespannt, ob wir jetzt auch nochmal die Champions League gewinnen, ey. 22 Millionen? Ich habe doch nicht 22 Millionen ausgegeben, oder? Ich wollte doch eigentlich nur 16 ausgeben, oder wie war das? Jetzt bin ich hier bei Atletico. Ich bin mir ganz sicher, dass ich für den nur 16 ausgegeben habe, oder? So, mach mal langsam. Stindl. 120.000 ist das Angebot. Kriegt man hier vielleicht nochmal irgendwas? Scheint nicht. Ich kann auch gar keinen mehr verkaufen eigentlich. Ich bin sowieso komplett am Ende. Die bieten mir auch wieder richtiges Kruppzeug an. Ja, nur Kraut und Rüben. Geil. Hier noch schönen verletzten Spieler. Ja, nee. Das wird nix. Ja, Stindl, ich würde ihn ja verkaufen, weil er 37 ist, aber wir brauchen ihn einfach. Da ist nichts zu machen. Ihn genauso. Ich habe doch keine 22 Millionen für ihn ausgegeben. Das ist doch völliger Blödsinn, oder? Habe ich mich so verguckt? Das wäre natürlich jetzt richtig hart. Ich jetzt nicht noch irgendwo, wenn ich jetzt mal gucke auf den Spieler. Karriere. 22 Millionen, tatsächlich. Habe ich das falsch verstanden? War 15 Millionen der Sockebetrag und dann aber 15 Millionen extra oder was?
müsste ich doch jetzt hier beim Finanzen, beim Buchungsjournal sehen, ne? Ausgaben. Transfers, Lodi, 22 Millionen tatsächlich. Oder kommt da das Handgeld mit drauf vielleicht noch? Habe ich das vielleicht übersehen? Gut, können wir eh nicht mehr ändern. Ach so, ja, Mensch, genau. Der Börsengang. Gut, dass Sie mich erinnern. Hätte ich jetzt wieder völlig verplant. Man könnte es natürlich auch den Kader einfach so lassen und dann auf die nächste Saison wieder schielen auf vereinslose Spieler, aber ich glaube, dieses Stadium haben wir jetzt irgendwie überschritten. Natürlich werde ich wahrscheinlich nächste Saison als Grundbudget wieder nur 10 Millionen bekommen von Progon, aber da muss ich dann wohl durch. Oh, Zech hat sich nochmal verbessert hier. Ganz wichtig. Und Gable hat wieder Kreislaufprobleme. Was ich auch ewig nicht geguckt habe, ist nach dem eigenen Vertrag. Muss ich da auch nochmal gucken? Nicht, dass ich hier einfach mal weiterspiele und irgendwann bin ich raus. Stindel. Gerade wollte ich nur verkaufen. So. Präsidium. Eigener Vertrag. Huch. Wo steht denn das hier? Vertrag bei 27 und wir haben 25. Na gut, das passt noch. Bei den Fans aus, die haben schwer keinen Bock hier. Warum sind die immer so unzufrieden? Verstehe ich gar nicht. Ich mach doch hier, was ich kann. Soll ich das vielleicht auch einmal delegieren hier? Zack, gucken, was der macht. Bin schon gespannt. Achso, hier wollte ich auch mal gucken, ne? Ab nach Trelleborg. Ah, okay, wir sind wieder hier. Das letzte Mal habe ich auf Verhandeln gedrückt und dann war es tot. Ich meine, jetzt gerade kann ich das Geld eh nicht einsetzen. Ich muss aber nochmal, oder? Soll ich? Soll ich nicht? 3, 2, 1, Klick. Ah, 28 Millionen immerhin. Na komm, her mit der Kohle. Sag ich doch nicht nein. Wir waren eben noch bei wie viel? Ah, Poker stiegen an die Börse. Geiles Ding. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an, dass wir ein bisschen mit Geld umschmeißen, um sich schmeißen zu können. Und dann zur Rückrunde wird nochmal ein bisschen was in die Breite investiert. So, er ist wie alt? 30. Geht er noch eigentlich. Kann er noch Manndeckung plus? Ballgewinne 2 plus. Ja, hier komm. 2 plus ist immer gut, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt wirklich zu dünn gestaltet habe, den Kader. Was hat er? Er hat alles gelernt, was er lernen kann. L5 und ist 25 Jahre. Riesentalent. Das ist auch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Ja, irgendwie mit diesem Talentbaum, das habe ich auch noch nicht so 100% verstanden, wann der in welche Richtung geht. Ne? Das könnte man auch ein bisschen cooler gestalten noch, das finde ich auch. Aber naja, was soll's. 4.500 Zuschauer. 4.500 Zuschauer. Er hat jetzt schon eine 51er Fitness. Ich glaube, ich hau nochmal rein schon. 119er Stärke jetzt. Aber wenn wir die beiden jetzt noch abgelöst bekommen hier, er ist eigentlich auch noch zu schwach, ne? Der Romero, der müsste sich auch nochmal verbessern hier. Kann der was? Nö. Der kann auch nichts mehr lernen. Okay. Der kann auch nichts mehr lernen. Also der wird sich gar nicht mehr verbessern hier, aber das war der mit Freischüsse 2 plus, ne? Ja, tatsächlich. Der wird dann da erstmal bleiben. Aber immer noch stärker als der Blin. Das passt schon. Und jünger. Blin, sag ich schon, als Barberis. Das passt. Und der hat auch schon ziemlich viel gelernt jetzt tatsächlich. Das haut er eigentlich hin. Jetzt haben wir einen Anführer zu wenig drin. Das könnte man theoretisch dann sich einen Anführer als ZM holen zur Rückrunde. Dann ist es wieder schön ausgeglichen. Am besten mit zwei Ecken plus. Das fehlt er jetzt, glaube ich, immer noch, oder? Oder hatte er das hier? Nee, hatte er nicht. Mir ewig die Karte nicht mehr angeguckt, aber die haben die immer noch nicht wirklich verbessert. Ich habe auch vergessen zu schauen,
wo jetzt Legia Warschau spielt oder wer auch immer von den anderen polnischen Kollegen. Eben haben sie noch beschwert über das Offensivfeuerwerk, das ausbleibt. Jetzt steht schon 2-1. Lodi werden wir wieder schonen, wieder reinbringen. Er hat auch noch 59er Fitness, da kommt dann Munoz für. Tonali runter, Blin rein und der Rest darf weiterspielen. Und dann gib ihm 3-1, 4-1. Und anders könnte man runternehmen, Leitner rein. Und einen könnte man theoretisch noch, vielleicht den Innenverteidiger mal wieder wechseln. Boah, kann Eihahn auch nochmal runter. So wieder ein 5-1 eingefahren hier. So, dann werfen wir jetzt mal einen Blick wieder auf die Budgets. Auf jeden Fall haben wir 174 Millionen auf dem Konto und erwarten ganze 6.000 Zuschauer in der Champions-League-Gruppenphase. Hier, 30 Millionen haben wir wieder zur Verfügung und 15 Millionen im Vereinsbudget. Was machen wir jetzt mit den 15 Millionen im Vereinsbudget, ist die Frage. Und können wir jetzt schon wieder den nächsten Börsengang vorbereiten? Das ist wieder bei 0%, tatsächlich, ja. Das muss man echt jede Woche anklicken, ne? Das ist ja auch nervig. Egal. Ich glaube, komm, wir kloppen wir noch ein bisschen mal drin. Wie viel haben wir? 15 Millionen? Das ist doch nett. Wie viel kriegt man jetzt damit ausgefüllt? Klick, ne. Klick. Ich glaube, wir machen es mal so. Dann haben wir noch ein bisschen Geld, falls wieder irgendwas passiert. Und sind dann wo? Bei 36.000 Zuschauern. Nicht, dass hier irgendwann mal jemand ins Stadion gehen würde in Stettin, aber ich finde es gut zu wissen, dass wir theoretisch mehr Zuschauer beherbergen könnten. So, das machen wir auch noch hier so. Zack, dann ist die Kohle doch weg, aber ist auch scheißegal. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch Transferbudget. Guckt man jetzt schon mal für die Rückrunde, ist die Frage. Hätte ich den von Darmstadt mal auch noch genommen, ey. Was eine Scheiße. Spieler scouten verpflichten. Wir wollen Eckenplus haben, ein ZM. Im besten Fall Anführer. War jetzt die Idee, glaube ich, ne? Genau, richtig. Das machen wir mal. ZM. Anführer. Und dann eventuell noch Eckenplus. Plus, meine ich. Natürlich. So, was haben wir da? Dennis Geiger mit 10,8. 4 und 11,3, das ist aber schon 30. Da habe ich auch keinen Bock drauf. 10,1, 9,8. Das war schon mit guter Stärke. Würde ich ja fast sagen, da können wir mal anfragen, was mit dem passiert. Würden wir 0,6 Punkte stärker werden und hätten Eckenschützen im Team. Wenn wir jetzt das rausnehmen. Oder nee, wir nehmen mal einfach Anführer raus. Ja gut, den können wir uns nicht leisten, das ist schon klar. Nur noch ein Grillitsch, ist aber zu alt. Beziehungsweise älter als der andere auf jeden Fall. Der hat auch eine 10-2. Mit dem haben wir schon mal geschnackt, der wollte aber nicht. Das wäre auch wieder ein Künstler. Ach so, da geht es jetzt schon wieder daran, wie ist das Budget nächste Saison und so weiter. Aber so ein Geiger, wenn der nicht so teuer wäre, würde ich den nehmen. Da hätten wir wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eigentlich sogar drei richtige. Also Ecken plus Anführer und noch eine stärkere Stärke. Eine stärkere Stärke, eine höhere Stärke. Fanclub. Gehaltserhöhung gibt's nicht. So. Ja, dann. Erstes Champions League-Spiel. Hat ja nur eine Stunde 19 gedauert, obwohl wir eigentlich schon relativ weit waren in der Vorbereitung. Das Team dachte ich wäre schon komplett. Der Kader war schön breit. Jetzt ist der Kader sehr schmal. Aber noch stärker und ausgeglichener, was die Fähigkeiten angeht. So kann es manchmal gehen. Und er ist natürlich jünger, der Kader, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Einiges jünger. Und das Stadion ist größer. So, 12.000 Zuschauer, immerhin. Davies noch gesperrt, Stindl verletzt. 2 Tage Erkältung, da können wir mit leben. Habe ich einen Fan beauftragt? Das gucke ich mir gleich mal an.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. So, erste Elf steht soweit. Ich sehe gerade, wir haben noch einen 30-Jährigen und einen 32-Jährigen im Team hier. Und hier die beiden 30-Jährigen. So jung ist der Kader gar nicht, ne? So jung ist der Kader gar nicht. Warum hat er den jetzt eigentlich da reingeknallt? Das ist auch Quatsch. Auf jeden Fall sind wir in der Champions League und mal überlegen. So kann es dann mal gehen. Das ist auch selten. Ich könnte natürlich auch Blin reinbringen, ne? Anstelle von Leitner. Aber Leitner hat Ecken plus. Schießt er die automatisch? Jo. Das lassen wir so. Das passt. Ja, dann Feuer frei. Frage ist jetzt, hauen wir ein bisschen was rein gegen Slavia Prag. Sie sind auf jeden Fall überlegen, aber jetzt auch nicht so überlegen. Die beiden sind relativ stark, genau wie der OM. Schwachstelle haben sie nicht. Andersrum, das Spiel müssen wir schon gewinnen, ne? Also das ist schon das Entscheidende. Dann nehmen wir einfach mal, Kohle geht sowieso immer, scheiß auf die Kohle. 144.000 können wir schon raushauen mittlerweile, alter Verwalter. Da wird es aber schon richtig teuer, ne? Ach, scheißegal. Ich würde mir das hier vielleicht noch aufsparen wollen, oder? Obwohl Leitner vielleicht sogar gar nicht unbedingt wichtig ist. Den könnte man mit reinnehmen. Das ist der Einzige, der nicht aus der Stammelf ist. Ja, dann fangen wir mal an. Machen die Szenen an. Und genießen das erste Champions-League-Spiel. Rot Romero, vielen Dank dafür. Also ich finde, besser kann eine Champions-Saison eigentlich nicht starten. Was ein Scheiß, ey. Der Künstler mit Freistoß 2+, der verabschiedet sich dann gerade mal ganz entspannt. Vielen Dank, Romero. Du bist auf jeden Fall der absolute Top-Transfer hier. So eine Scheiße. Da haben sie auf jeden Fall Timothy Chandler und Nico Schulz gegönnt, ja. Da holt er sich in der 4. Minute rot, ey. Wäre natürlich extrem witzig, wenn ich jetzt zum ersten Mal einen konkurrenzfähigen Kader hätte und dann mal nicht die Gruppenphase überstehe. Gut, so witzig wäre es auch nicht, aber es wäre erstaunlich, sagen wir es mal so. Holt er sich rot, ey. Unfassbar eigentlich. Absolut unfassbar. Dafür ist Eiern bekannt. Einmal komplett wie Lucio über das ganze Feld gehirscht. Ich habe mich auch noch nicht an die, ich habe das Gefühl, ich habe den ganzen Kader ausgetauscht. Ich habe mich noch nicht an die Namen gewöhnt. Eingespielt hat, ist ja wahrscheinlich auch noch extrem schlecht, würde ich mal vermuten. Aber Tonali, der DM, der macht die Hütte. Ich glaube nach einer Ecke von Leitner, oder? Ja, der Leitner, den kann man sich einfach nicht wegdenken. Wieder nach einer Ecke von, ich glaube wirklich, dieses Ecken und Freischüsse, das ist hier das Ding, ey. Gut, ich habe ja auch Leitner gesagt, das wird heute sein Spiel. Würde ich den auch direkt mal loben hier, ne? Eigentlich müsste ich mich selber loben, weil ich wusste, okay, der ist nicht mehr, hat nicht mal eine gute Note, komischerweise. Dann loben wir noch Tonali. Trotzdem führen wir 2-0, das ist natürlich das wichtiges Ding hier. Natürlich gut, wenn der jetzt in der Champions League gesperrt ist, am besten für 5 Spieler und die ganze Gruppenphase ausfällt. Dann habe ich wieder keinen Freistoßschützen für die wichtigen Spiele. Ach ja, das läuft auf jeden Fall. Bin stolz auf mein Team. Überleg, ob wir den LAV hier mal runternehmen. In den nächsten Minuten. Der ist erstmal gelb verwandt und zweitens ist er noch nicht so richtig fit. Jetzt habe ich wieder keinen Künstler im Feld, ne? Das läuft. Das läuft, sage ich euch. Aber solange es 3-0 steht, werde ich ihn nicht meckern. Dann ist es so. Vielleicht, ich weiß nicht, für was hat er überhaupt rot bekommen? Übrigens 4-0, Vorlage Leitner. Steht nicht mehr für was. Ja, dann gönnen wir Eihan gleich mal seinen verdienten Applaus, würde ich sagen, oder? Oh, 4-1? Doch noch nicht. Aber jetzt. Eihan runter. Und der gute Bi rein. Könnte Munoz noch rein hier für Boré. Den haben wir noch mit einer guten Note. Entweder den Verteidiger.
Obwohl Blin noch cooler wäre eigentlich zu bringen, ne? Ja. Zack. Also, auch mit Eimern weniger dann am Ende 4-1 zu Hause eingefahren. Schon mal Kurs Europa League. Schon mal was wert. So, Ergebnis ist natürlich super. 4-1 anscheinend nicht gut genug. Das ist natürlich gute Arbeit. Und kann ich den nehmen? Nö. Ich darf nicht zufrieden sein mit dem 4-1 in der Champions League. So viele gelbe Sterne hier. Sind wir gar nicht gewohnt. War eine Notbremse auch. In der 6. Minute als Stürmer. Ein Spiel. Okay. Können wir noch mitleben. Er ist aber auch der schwächste Spieler auf dem Feld. 36 Millionen Euro für Geiger. Ja, nee. Der hat einen Marktwert von 14 Millionen. Warum in aller Welt wollt ihr so viel Geld für den? Nein, danke. So nicht. Ich meine, ich habe ein bisschen was ausgebaut, stadionumfeldmäßig. Vielleicht bringt das ja auch was, dass die Verletzungen einfach weniger und kürzer sind, ne? Vielleicht brauche ich gar nicht so einen fetten Kader wie letzte Saison. Sind wieder alle an Bord. Fliegt Leitner wieder raus. Und ich würde den auch mal ablösen hier. Der hat nur, irgendwie hat er eine scheiß Fitness. Ich meine, so klein ist der Kader auch wieder nicht, ne? Geht ja eigentlich noch. Ist eigentlich jede Position irgendwie doppelt besetzt. Oh, der Gegner hat mal wieder ein ausverkauftes Stadion. Bin anscheinend der Einzige, der keine Fans hat. Aber ich gucke mir das gleich mal mit dem Fanbeauftragten an. Das ist, vielleicht habe ich das ja auch irgendwie verpennt. Das ist nicht unmöglich. Habe ich, glaube ich, beides. Aber gucke ich gleich nochmal. Halt, Szenen aus. Was soll das hier? Zack. Aber schaue ich gleich nochmal. Ich habe nämlich am Anfang vom Stream ja auch ein bisschen was ins Stadionumfeld gekloppt. So, wie sieht's hier aus? Er hat schon gelb. Fitness geht bei allen eigentlich noch. Er hat aber durchgespielt gegen... Hat auch schon gelb. In der Champions League gerade. Deswegen darf der jetzt runter. So, und Romero loben wir jetzt mal. Aus seinem Desaster in der Champions League. Und Tonali haben wir eben schon gelobt. Dann ist jetzt mal Eiern dran. Der alte Abwehrchef. Boah, 4-1. Stindl darf nicht fehlen. Auch mit einer 8-0 darf er immer ran. In Eiern kriegt er seinen verdienten Applaus. Ich könnte Ward auch mal bringen, ne? Dem auch mal eine Chance geben. So, nächster Blick geht dann jetzt. Wenn wir dann weiterkommen. Ja. 2700 Zuschauer. Erstmal HR. Fans. Ich habe einen Fankoordinator auf Stufe 6. Und die sind nicht richtig ausgelastet anscheinend. Was kann ich hier noch machen? Das war's mit Fans, ne? Einsparungen wollen wir alles nicht. Ich meine, es werden langsam mehr jetzt. Es werden langsam mehr. Wir sind jetzt schon bei 3200. Und ich habe hier jetzt auch mal... Habe ich nicht hier auf Delegieren gedrückt gehabt? Naja. Ich sollte auf jeden Fall hier nochmal auf... Werbeaktion geht nicht mehr. Wir haben keine Kohle mehr, merke ich gerade. Auch wieder im Börsengang. Das hilft alles nichts. Hier genauso einen Investor suchen. Oder ich schiebe noch ein bisschen Budget rüber, aber ich wollte ja auch ganz gerne noch ein ZM haben, ne? Am liebsten mit Ecken. Also ich finde, man hat eben gesehen, wie wichtig Ecken sind. Das ist schon... Das brauchen wir schon. Vielleicht lassen wir die Anführergeschichte weg. Einen Anführer haben wir im Team. Und je nachdem, wenn einer rein rotiert, sowieso. ZM Ecken. Man weiß immer nicht, wie teuer die dann sind, ne? Das ist ein bisschen das Problem.